Muss ich Pumpkin Seeds irgendwo anders haben? Pumpkin. Ich meine, der wächst da nicht. Wenn schon, wird es übel. Aber ich meine, der wächst da nicht. Nicht dein Ernst, dass der da wächst? Also nehme ich gerne, aber... Tatsache. Dann kann ich hier Melonen auch... Wir haben Pumpkin und Melonen gelöst. Okay. Klar, easy. Gar kein Problem. Melon Seeds. Melon Seeds. Packe ich hier doch auch rein. Ja, warte, dann mach das mal wieder an. Ja, du bist wahrscheinlich wieder... Ja, übelst voll. Bat, 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 bat. Melone. Tatsache. Wächst einfach eine Melone. Okay. Nochmal zwei Sachen gelöst. Oh, Schneebälle. Okay. Ich brauche noch mal was zu essen. Ich glaube, ich muss mal kurz mein Inventar wieder auf. Mein Inventar resetten. Okay, Schneebälle. Das hatten wir drüben mal, ne? Und ich glaube, ich auch wieder ein Aquarius-Akkumulator. Das Ding verfolgt mich in meinen Albträumen noch. Snow. Pulverizer. Zentrifugalseparator. Genau, den brauche ich. Glacial Precipitator. Genau, dafür brauche ich Water. Na gut. Machen wir es halt. Inventar nochmal resetten. Die ganzen Sachen brauche ich ja jetzt nicht mehr. So, dann einen... Den habe ich nämlich noch. Ich frage mich, ob ich nicht einfach den Aquarius-Akkumulator von da drüben anzapfen kann. Was von hier? Ist einfach durch die Wand durch. Oder ich mache den halt im nächsten Raum drüben. Ich finde es blöd, dass hier die Wand so lang ist. Ich glaube, ich mache die lieber weg. So. Schaut doch schon gleich viel freundlicher aus. Okay, dann müssen wir... Das heißt müssen... Gehen wir... Mal ein Stück weiter hinter. Wobei, ich mache das gerade alles so weit hinten. Ich kann es wirklich, glaube ich, auch einfach hier machen. Weil ich brauche ja echt nur Wasser. Kann ich auch hier machen. Weil ich brauche wirklich nur Wasser. Mehr brauche ich nicht. Und Energie. Aber dann hau ich doch lieber hier. Scheiße. Natürlich habe ich die Klotsch jetzt kaputt gemacht. Ach, Dirt. Das ist Granit. Warum habe ich das da kein... Okay, ich brauche Dirt und Seed. Dirt. Und einen Seed. Richtig dumm. Einmal nicht aufgepasst. So, Dirt und Seed.
X-checked, always active. Wunderbar, das funktioniert alles noch. Habe ich jetzt den hoffentlich? Ja. Hier, weil dann muss ich nämlich nur... Mach ich die nochmal weg. Na, guck mal. Dann... Ach so, habe ich jetzt nicht dabei. Ah! Gib dich da nach rechts und nach links. Taumel. Fluid. Conduit und auch einmal ein Energy Conduit. Und auch ein Item Conduit. Ich heft mich da an die anderen einfach dran. Weil aktuell haben wir hier sowieso keinen Output. Weil sich hier einfach überhaupt gar nichts tut. Ich gehe mal bitte. Ground Trap. Ja, da steht at least 5 blocks of dirt or grass in a radius of 2 blocks. Habe ich eigentlich alles gemacht? Ihr nervt mich so hart. Okay, wo ist denn Fluid Conduit? Einmal. Zack. Drüben müssen wir jetzt einmal kurz mit der Ranch andocken. Produziert die schon? Jawohl. Guck mal, dann machen wir den unten. Quatsch. Dann machen wir den. Den unteren ja, das ist ja X-Tract zu, achso, zu dem da hinten. Nee, ich würde vielleicht zu dem hier gehen. Aber das ist auch okay, weil dann müssen wir nämlich nur den kaputt machen. Den hier und den hier. Und dann gehen wir da nochmal zwei runter. Yes. Okay, Snowballs war jetzt wohl die leichteste Übung. Wir werden auf alle Fälle zugeschissen mit Snowballs. Das auf alle Fälle. Hier. Und hier so eine kleine Schneeballmenge. Ich weiß aber auch nicht, ob die nicht mehr Licht brauchen. Weil dann erhelle ich die einfach. Ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Aber hier brauchen wir auf alle Fälle Licht. Okay, Schneebälle sind auch... Ready, baked potatoes. Wieder so ein ähnlicher Aufbau, wie wir hier haben. Nur halt diesmal mit Kartoffeln statt Wheat. Sollten wir eigentlich auch relativ schnell hinkriegen. Ich nehme schon wieder länger auf, als ich wollte. Was per se ja nicht schlecht ist. Genau, gleicher Aufbau. Machen wir analog einfach daneben. Weil da muss ich mir auch wieder einen Aquarius-Akkumulator machen. Und das mag ich. Sehr gerne. So. Erstmal den Boden nochmal austauschen.
Beim Boden bin ich irgendwie fleißiger als wie beim Rest. Oh wow. Alles verkackt direkt. Huch. So. Okay. Dann geht da hinten nämlich nochmal so die Fuhre hier weiter. Der Querisakkumulator produziert nämlich gar nicht wenig Wasser, möchte ich mal anmerken. So, wie schaut es bei dir aus? Was geht eigentlich? Ach, das ist kein Strom. Ups. Moment. Legen wir das eins daneben. Natürlich brauche ich Strom. Das macht mega Sinn. Lass mich da mal durch. Da drüben ist Strom. Jetzt wieder? Ja. Okay. Okay, nee. Ich nehme weiterhin 4 Schneebälle. So. Also brauchen wir noch mal eine... Eigentlich nur eine Glotch. Und einen Redstone Furnace. Dann war's das schon. So. Das einmal. Das einmal alles hier rein. Okay. Habe ich noch so einen Redstone? Nee. Redstone Furnace. Was fehlt mir denn? Oh nein. Ach Gott sei Dank, genau 2 noch. So. Halt. Nee, Potatoes habe ich da drüben. Naja, ich brauche Dirt auch noch. Dirt habe ich nicht dabei. Ich habe noch das Brot dabei. Dirt. Brauche ich einen. Die Kartoffel kann ich von drüben holen. Potato. Da, Brot. Ey, es wird langsam. Es wird langsam. Ich sage, wenn das jetzt noch funktionieren würde, wäre ich richtig happy. Okay. Zack. Und... Hoppala. Wir kriegen hier langsam ein bisschen weniger Energie mit rein, ne? Dann, jetzt ist es da. Okay. Okay, und davor jetzt direkt in Furnanze. Genau. Und dann noch Energie. Und hier jetzt dann noch ein Insert. Und hier jetzt noch ein Extract. Und damit läuft mein Furnanze. Und ich habe Baked Potatoes. Das heißt, ich gehe jetzt bis hier vor, um die wieder loszuwerden. Das ist ein Extract mit Always Active für unten. Entschuldigung. Für unten. Sollten die Baked Potatoes eigentlich rausgezogen werden? Ja, ich habe gerade eine vorbeifliegen sehen. Sehr gut. Ah, okay, Baked Potatoes haben wir damit auch.
Okay, dann haben wir eigentlich alles gemacht, was ich beim letzten Mal schon aufgeschrieben hatte. Deswegen, Pam. The grilled is Paragus. Ach so, dann muss ich Asparagus grillen. Ja, okay, es ist jetzt schwierig, weil jetzt, ich könnte auch einfach alles andere auch dann grillen. Es ist so, ich habe keinen Fisch. Okay. Ach so, ich habe noch keine Karamell. Karamell kann ich machen. Karamell-Eiscreme. Eiscreme kann ich aber machen. Und dann kann ich damit Karamell-Eiscreme machen. Okay, warte, ich gehe mal wieder von oben durch. Buttered Potato. Ach, kann ich jetzt machen? Ich habe keine Butter mehr. Kann ich aber theoretisch machen, wenn ich Butter hätte. Da habe ich Butter. So. Mashed Potatoes kann ich machen, weil ich hier Butterding habe. Mashed Potatoes, perfekt. Potato Salad kann ich. Ach, hier guck mal. Mayo. Was ist denn das? Okay, ich muss unbedingt die Tofu-Kacke machen. Das war mit Sojabohnen, ne? Da brauche ich aber wieder eine neue Abteilung. Die mache ich nicht hier hin. Aber wo mache ich die hin? Es wäre so schön, wenn das funktionieren würde. Aber ich will es wirklich nicht eins nach vorne bauen. Oder eins nach rechts. Das ist so ein ewiges Gefriemel gewesen. Ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Oh, warte mal. Ich schreibe mir mal kurz hier auf. Tofu. Tofu. Wir sind schon relativ am Ende von der Folge. Deswegen habe ich es mir mal sicherheitshalber aufgeschrieben, damit wir das nächstes Mal machen können. Und ich muss mir nochmal die Ground Traps anschauen, die ich drüben gemacht habe, ganz, ganz dringend. Weil ich meine, wir haben die. Ja, wir haben die drüben ein bisschen. Ach, ich will die nicht auseinandersetzen, wirklich nicht. Das ist so lästig. Ganz Kabel wieder hinmachen. Und das war eh schon so ein Geschieß. Aber hier gehen die halt auch einfach gerade runter. Aber da funktionieren sie halt. Ach, hoppala. Aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil zwei dann vorbei sind. Die muss ich auch noch machen. Ich sage, es ist ja, ich habe nichts anderes gemacht. Ach so, nee, ich habe es doch eins weiter runter gemacht. Nee, habe ich ja jetzt gemacht. Das sind eins, zwei, drei. Was ist da hinten eigentlich? Ach so, ein No-Ho. Das ist okay, wenn da hinten No-Ho ist. Ich habe es hier. Ja, eins, zwei, drei. Wahrscheinlich sind sie wirklich einfach zu nah beieinander. Oh, Scheiße.
Oder müssen wir hier eins weiter hoch? Warte mal. Kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass damit jetzt besser funktioniert. Also for real nicht. Okay, da steht in a radius of 2 blocks on its height level. Ich weiß es nicht. Okay, wir sehen uns auf alle Fälle übermorgen wieder zu einer neuen Folge Minecraft. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, auf Wiedersehen.